Buongiorno allerseits. Ich habe mir gerade eben gedacht gehabt, okay, komm, mach mal ein Video, mal so fernab von diversen Themen, die wir sonst immer so bearbeiten. Und habe mich mal dem Thema Kochen so ein bisschen genähert und hilfreichen Tipps, meiner Meinung nach, was gerade so diverse Utensilien angeht. Also, es ist ein kleines Erklärbär-Video und dabei habe ich mich dann mit der hier versucht. Und ich sag mal so, das Ergebnis spricht für sich. Essen und Trinken. Einer meiner treuen Begleiter. Sowas. Yum-Yum-Suppen, also diverse Instant-Nudel-Suppen-Varianten und sowas, die habe ich eigentlich immer im Petto mit dabei. Ich mag es gerne ein bisschen spicy, deswegen habe ich die jetzt mit dabei. Um die Teile warm zu machen, brauchst du eigentlich nicht viel. Da gibt es auch diverse Hilfsmittel. Mein Tipp für euch: Ventilgaskartuschen gibt es saugünstig im Internet. Dann zum Beispiel sowas. Das ist ein Faltbrenner. Den kann man gemütlich aufstellen. Der ist stark genug, um halt auch mal für eine komplette Gruppe Nudeln zu kochen. Haben wir alles schon hinter uns. Also der hier hat einige kW Brennkraft und das Teil kostet, wenn du es bei eBay bestellst, ich glaube, ich habe für den hier bezahlt 12 € inklusive Versand. Also das ist schon mal nicht schlecht. Aber wie gesagt, wichtig ist halt Wechsel, also hier Ventilgaskartuschen, weil die kannst du halt multifunktionell einsetzen. Kommt jetzt gleich zum nächsten Punkt, also zum nächsten Produkt. Das hier ist auch ein Brennerchen. Den kennen auch ganz, ganz viele. Die gibt es von diversen Anbietern. Lustigerweise, ich habe meine immer, also ich bestelle meine immer aus Asien, weil ich es einfach nicht einsehe, irgendeinem Shop für so ein 0815-Produkt, ja, ist gerade busy heißen mit dem Hoodie und so, ne? Für so ein 0815-Produkt, was wirklich mega geil ist, mehr zu bezahlen, wie ich eigentlich bei den Asiaten bezahle, weil, ne, daher kaufen sie es ja auch. Und deswegen, also ich habe für den hier bezahlt 5 € inklusive Versand. Hat auch einige kW Brennleistung. Schön ist, du brauchst keinen Standfuß oder sowas, weil wenn du den hier auf die Kartusche aufschraubst, der trägt einiges. Da kannst du Pfannen draufstellen, kannst du auch mal Töpfe mit heiß machen, kann man auch hervorragend mit kochen. Gut, Nudeln und sowas eher mit dem großen Brenner, wird hier busy schwierig, musst du halt beibleiben, sonst brennt es an. Ansonsten habe ich auch noch den Highlander MK2. Das ist ein sehr, sehr geiles Fastboil-System, ähnlich wie der berühmt-berüchtigte Jetboil, nur halt wesentlich günstiger, macht aber auch das Wasser heiß in 3 Minuten. Und so eine Yum-Yum-Suppe hast du in 1,5 bis 2 Minuten wirklich schon auf den Punkt gebracht, wo du sagen kannst, okay, schnell rein damit. Und der Vorteil ist halt auch sehr schnell zu reinigen. Habe ich jetzt nicht dabei, liegt im Auto, habe ich vergessen, habe keinen Bock hinzulaufen. Ist halt einfach so. So, während wir hier nämlich babbeln werden, werde ich jetzt auch einfach mal nebenbei ein bisschen was machen. Ich fange nämlich einfach mal an mit dem Gasbrenner. Das heißt, hier so schön zusammenschrauben. Ne? Ach so, und wie ich den Behälter für den Gasbrenner, da nehmt ihr einfach einen regulären Topf, stinknormalen, einfachen Topf. Das muss jetzt nichts Großes, nichts Kleines, nichts Dünnes oder sowas sein. Wichtig ist einfach nur, dass du genug Volumen hast, um dein Essen da drin warm zu machen. Ich habe den jetzt. Deckelche kann ich auch mal abdecken, wenn ich auch ins Feld will oder wenn ich irgendwo anders dahin will, dass mir die Fliegen oder sowas nicht ans Essen gehen. Beste Leben. Sudele. Dann fangen wir mal an. So, Brennerchen. Wie ihr es hört, das Brennerchen läuft. So. Töpfchen. Deckel auf. Scheiße. Voll vergessen. Tada! Seht ihr? So schnell geht das. So schnell hat man noch das passende Arbeitsgerät an, ne? Wichtig ist immer Vorbereitung. Und ich meine, wenn ich koche, sollten wir eigentlich auch auf was achten? Richtig, Sicherheit. Naja, Vorbereitung ist halt einfach alles, ne? Nicht, dass wir hier irgendwas geschoben hätten oder so, dass wir gesagt haben, hier wäre jetzt irgendetwas nachbearbeitet. Ihr wisst, wie es ist, das Leben, ein Fingerschnipp. Sohle, Nüdelchen, ganz hier liegen. Wie gesagt, wir machen das jetzt einfach mal zusammen. Ich hoffe, dass wir unter 15 Minuten bleiben. Dass ich euch am Ende auch sagen kann, ob dieses super spicy tatsächlich super spicy ist. Siehst du? Brille, im Übrigen sehr gut geeignet für Brillenträger. Swiss Eye Raptor. So. Super spicy.
Achtung. Super spicy. Oh, und warte. Very important. Blub. Ganz wichtig. Ich verstehe das nicht. Es soll ja Leute geben, die die Nudeln wegschmeißen, die da noch so gebrochen drin sind. Das ist so eine Logik, die verstehe ich. Also wie gesagt, super spicy. Ich hoffe, dass sie mir gleich so ein bisschen die Schnauze wegbrennen. Die Leute sagen immer, ja, man muss warten, bis die jetzt gekocht haben oder sowas. Ich sage, ja, ich habe gesagt, ich koche die. Man kann die auch einfach nur in den Teller legen und mit heißem Wasser übergießen. Ist aber nicht so richtig. Ihr müsst die mal kochen. Wenn ihr eure Yum-Yums bisher noch nicht gekocht habt, Kinder, ihr glaubt gar nicht, was ihr alles verpasst. Kochen. Level Expert. Ich sag mir halt, nö, das ist Schwachsinn. Wir ballern da jetzt schon mal alles rein. Zack. Boah, da sind gute Chilis drin. Boah. Du nicht. So, and super spicy red soup base. Wichtig ist auch, wenn ihr sowas macht, kleiner Tipp von mir, nehmt euch Toilettenpapier mit ins Feld. Es gibt manchmal Lebensmittel, die einem relativ spät eine Rechnung zukommen lassen. Wenn ihr das im Feld... Alter, ist die Scheiße würzig. Wenn dir das dann im Feld passiert, ziemlich blöde Angelegenheit, weil nicht jedes Event hat überall im Feld irgendwelche Toiletten oder sowas oder Ecken, wo man hingehen kann, und da heißt es dann tatsächlich spatenfrei. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal so ein Chili Otto in die Hecken gesetzt hat. Das ist nicht die entspannteste Form von Verabschiedung von Lebensmitteln, ne? So, ich beschleunige das jetzt mal und mache euch nebenbei noch ein kleines Video. Das blende ich euch dann mal da oben ein. Okay, ich habe diese Suppe jetzt gegessen. Ich habe diese verdammte spicy, super spicy, whatever the heck it was, gegessen. Die war gut. Die war witzig. Herausforderung jetzt nicht. Aber definitiv erheiternd. Jetzt habe ich nur Angst davor, wenn die wieder rauskommt. Große Angst.